Servus Leute, seit einiger Zeit gibt es von Amazonas Ultralight für die Hängematte jetzt einen Winter-Underkilt bis zu minus 10 Grad und den schauen wir uns gern mal an. Also wenn ihr Interesse habt, bleibt dran. Für was ein Underkilt überhaupt? Ja, bei der Hängematte ist es ja so, wer die Hängematte schon ausprobiert hat, allgemein, dass es am Rücken natürlich zieht. Im Herbst geht es dann mit einem normalen Underkilt, den auch von Amazonas Ultralight schon lange gibt. Aber für den Winter sieht es dann schon kritisch aus, dann braucht man viele gute Isomatten und da soll eben dieser Underkilt helfen. Das Ganze kommt im praktischen Packsack, wie man es gewohnt ist, und das Maß sind 32 x 16,5. Mal 16,5 und wiegt ungefähr ca. 990 Gramm. Die Maße von dem Underkilt sind 260 x 120 und die passende Hängematte ist 250 x 3 Meter. Also nichts für die XXL, aber eben für die normale. Ja, wie man sieht hier, das Packmaß ist doch relativ klein. Kann man schön knautschen, das Ganze hier. Und sogar noch ein bisschen mehr. Da geht schon was. Da findet ihr auf jeden Fall Platz im Rucksack. Ist ja bekannt, dass Daune ein bisschen empfindlicher ist bei Feuchtigkeit, als jetzt Hohlfasern der Fall sind oder bei Hohlfasern. Deswegen hat man da eine wasserabweisende Beschichtung außenrum, 1000 mm sowas. Und natürlich ist es auch gegen Wind ein Schutz und so könnte es dann in der Regel schön warm werden. Ja, ich merke schon, wenn ich hier in der Hängematte sitze, der Underkilt, der wärmt schon schön von unten her. Da wird sich auf jeden Fall nichts fehlen. Ich lege mich jetzt mal in die Hängematte so rein, wie es sich gehört. In der Regel diagonal natürlich, ganz wichtig. Wie ich schon erwähnt habe, das Moskitonetz habe ich mir jetzt gespart. Es geht ja nur um den Underkilt. So, und jetzt kann man hier schön sehen, dass man sich das eben noch ein bisschen zuziehen kann, nach oben oder spannen. Da ist nämlich auch noch nicht gespannt richtig. So, dass der dann nachher auf jeden Fall hier so schützend drum liegt. Und wenn man jetzt eine Ridgeline hat und das da oben befestigt, dann sieht man ja auch, dann hat man ringsrum schön warm. Und ich merke auch hier, es ist nicht gerade der wärmste Tag heute. Das bringt schon was. Gefällt mir ganz gut. So, und wenn man dann natürlich am Lagerplatz sitzt und es einem kalt, kann man das Ding auch abmachen und sich umhängen. Da gibt es auch einen wunderschönen Underkilt, auch von Amazonas Ultralight. Der ist als Poncho verwendbar mitunter. Schaut's mal da rein. So, jetzt zeige ich euch noch ganz schnell, wie man den wieder in den Packsack reinkriegt, weil viele wollen das zusammenlegen und das ist natürlich schon schwierig, das Original wieder zusammenzukriegen. Aber das ist ja knautschfähig, das Ganze. Den stopfen wir hier einfach wieder in den Packsack zurück. Das muss man oder kann man auch mit einem normalen Schlafsack so machen. Das geht ganz gut. Geschafft! War eine flutschige Angelegenheit, aber immerhin. So, und jetzt ganz kurz, wenn ihr gute Tipps haben wollt,
mit der Hängematte im Winter draußen zu übernachten, jetzt mal abgesehen davon, ob ihr den Underkilt benutzt oder nicht, dann schaut in das Video rein, halt hier in der Ecke. Und das ist wirklich eine ganz gute Geschichte hier. Da erzählt der Sven Künkele aus seiner Erfahrung, weil er sehr, sehr viel im Winter im Schnee und überall mit der Hängematte unterwegs war. Da könnt ihr es lernen, also schaut auf jeden Fall rein. Von meiner Seite war es das. Ich gehe jetzt nach Hause. Macht es gut. Servus. Ciao.